Oh, gebe Köpfchen. Ja! Ich habe die Kissen jetzt mal endlich ausgepackt von Dein Bestes. Das ist diese Katzenminze, die da drin ist. Mal, wie er abgeht. Schaut euch mal die Maus an. Maus, ist das ein schönes Kissen, was du da geschenkt bekommen hast von DM? Oh, geiler Scheiß, gell? Die gehen voll drauf ab. Ja, das ist so ein Kissen, wo eben Katzenminze drin ist und die, ja, sie begnügt sich gerade. Ich habe das ja die ganze Zeit nicht ausgepackt gehabt, weil ich es ja erst abdrehen wollte. Und der Jason. Oh, süßer Schatz. Ja, ist das geil. Was macht Katzenminze bloß mit den Katzen? Total verrückt. Wie süß die sind. Oh, die Miami, die geht richtig ab. Okay. Seht ihr sie? Die rastet richtig aus. Oh, die nimmt sich richtig den Kissen und drückt es gegen ihr Gesicht. Gott, wie süß. Okay, die sind beschäftigt. Ich drehe jetzt mal Video, beziehungsweise ich habe jetzt die ganzen Sachen weggeräumt hier, Lichter und so weiter, die ganzen Produkte und jetzt schminke ich mich mal ab und dann begebe ich mich ans Drehen. Jason, du fliegst ja bald hin. Da ist dein Kissen. Oh, und runter ist es. Und jetzt? Jetzt hast du es runtergeschmissen, Schatz. Komm mal hier. Da, geh auf die Couch. Und die Miami ist auch schon wieder weitermachen. Eieiei. Ich hatte mal so Katzenminze, lose Katzenminze gekauft. Das sagt man ja auch, kann man immer mal auf einem Kratzbaum zum Beispiel streuen, wenn die irgendwie Kratzbäume nicht richtig annehmen oder sowas. Die sind da nie so drauf abgegangen. Deswegen habe ich das auch nie wieder gekauft gehabt. Aber das finden sie anscheinend jetzt super geil. Hätte ich schon viel früher gekauft, hätte ich das gewusst. Oh Gott, wie süß! Bibis! Okay, ich mache mal hier weiter. Ciao, ciao. Guten Morgen. Ja, ich bereite mir hier gerade mein Frühstück vor und dann geht's direkt ans Videoschneiden. So, das ist mein Frühstück für heute. Ich habe mir hier einmal Sonnenblumenbrot geschnitten. Ich habe heute aber gar keine Lust auf Wurst oder sowas. Deswegen heute nur Samtmarmelade und zwar diese rote Früchte. Ich liebe es einfach. Alles, was mit roten Früchten zu tun hat, ist absolut meins. Dann habe ich mir aber hier noch eine Birne aufgeschnitten und ich werde mir hier noch ein Glas Saft einschenken. Dieser hier, der ist von Aldi. Einfach. Und dazu natürlich wie jeden Morgen mein Detox-Tee, 28 Tage Detox-Tee, Fitberry von Fitti. So, so lecker. Diese Kanne hier habe ich neu zugeschickt bekommen von Fitti. Richtig, richtig schön. Ich finde die so toll. Weil die ganzen Kannen, die ich bis jetzt hatte, sind alle mit Glas. Hier zum Beispiel die letzte, die ich bekommen hatte, mit diesem Rose Gold. Die ist ja auch wunderschön. Ich liebe die. Ich benutze die so oft. Aber die ist ja aus Glas. Auch toll, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal wenn ich weiß, ich bin jetzt zum Beispiel den Tag unterwegs, ja, dann ist es natürlich besser, mal so was Leichteres mitzuhaben, bevor ich dann eben so schwer in der Tasche schleppe. Aber ja, mag ich sehr, sieht so süß aus. Hat hier unten auch so eine Beschichtung, dass es nicht wegrutscht. Hier oben ganz normal so ein Noppen, wo man dann raus trinken kann. Und hier ist dann eben ja, dieser Sieb, wo man den Tee reinmachen kann. Das muss man nur ganz normal drehen. Dann kann man den Tee da reinschütten und das Ganze wieder aufdrehen. Da werde ich jetzt mal direkt Wasser reinfüllen. So. Und das Gute bei dem hier ist, weil es ist ja Plastik, da kann man sich ja immer sehr leicht dran verbrennen, auch wenn es Glas oder so ist. Aber das ist wieder dieses Bottle, also Plastik in Plastik sozusagen. Also dass das jetzt, ich hoffe, man kann das erkennen. Hier ist eine Plastikschicht drin, wo das Wasser jetzt ist. Und hier außenrum ist nochmal eine, dass man das ganz normal angreifen kann, ohne dass man sich eben verbrüht. Also ich spüre gar keine Wärme. Noch weniger als sogar in den Glastee, also in den Glasflaschen. Da spürt man die Wärme nochmal ein bisschen. Aber ganz, ganz, ganz minimal. Aber bei der hier jetzt zum Beispiel gar nicht. So. Okay, das lasse ich jetzt ein bisschen ziehen. Ich habe zu dieser Flasche übrigens noch zwei neue Tees zugeschickt bekommen. Das sind diese beiden hier. Und zwar, also ich habe ja einmal diesen Fitberry. Den trinke ich jeden Morgen. Genau. Und dann gibt es noch den Nacht, den Pure Night. Und hier gibt es jetzt aber noch einen, und zwar auch Body Detox 28 Tage, aber Tropical. So sieht es aus. Es sieht auf jeden Fall schon sehr tropisch aus, weil das ist alles ein bisschen orangener. Die anderen sind immer entweder so ein bisschen grün einfach oder der hier hat ja auch so ein paar rote Früchte, aber letzten Endes sehen die alle so aus, so ein bisschen grüner. Und der hier, der ist so ein bisschen orangener, wenn ihr das erkennen könnt. Ja, das ist der hier. Hier sind dann auch so Sachen drin wie Ananasstücke und Ingwer, Limonengras, Papayastücke, Orangenstücke und sowas. Also deswegen ist das, ja,
sagt ja schon der Name, Tropical. Und dann diesen hier noch, und zwar Happiness Tee oder beziehungsweise True Happiness Tee. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und ich hatte die Hoffnung, dadurch, dass hier so eine pinkne Schrift ist, dass es wieder so ein bäriger Tee ist. Und das ist es tatsächlich auch. Kräutertee mit Grüntee, rote Beerengeschmack. Und ich liebe ja alles, was mit... Also ich weiß nicht, ich bin so total der rote Beeren-Typ. Ob es jetzt so eine Marmelade ist oder generell. Ich habe immer früher Früchtetee getrunken. Ich bin ja schon seit Jahren so, dass ich keinen Kaffee trinke. Also noch nie. Ich mag Kaffee absolut nicht. Bin total der Anti-Kaffee-Typ. Ich mag den Geruch schon alleine nicht. Ja, jeden seine Sache. Viele werden jetzt den Kopf schütteln, aber ich mag einfach keinen Kaffee. Und ich trinke schon immer einfach literweise jeden Tag Tee. Und am liebsten halt eben diese bärigen Früchtetees. Und wenn man jetzt so einen bärigen Früchtetee eben hat und dann in Kombination noch mit einem Detox-Tee, dann ist das natürlich, für mich absolut perfekt. So, ich räume das Ganze jetzt mal auf den Wohnzimmertisch. Den Tee lasse ich noch kurz ziehen, schenke mir noch den Saft ein und dann frühstücke ich erstmal eine Runde und starte in den Tag. So, ich melde mich mal wieder bei euch. Habe ich mich heute schon gemeldet? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mich angezogen, fertig gemacht, um mit meiner Schwester in irgendeinen Kaff zu fahren, wo wir uns jetzt eine Eigentumswohnung angucken. Grinst gar nicht so. Wir sind im Kaff überhaupt angekommen. Auf jeden Fall ist es nicht mehr Frankfurt. Also ist es für mich ein Kaff. Ganz schlimm. Ja, wir schauen uns jetzt eine Wohnung an. Und es ist so geniales Wetter, Leute. Ich bin mit einem T-Shirt und mir ist wirklich warm. Wir haben laut Auto 19,5 Grad. Richtig genial, so kann es bleiben. Ah, ich habe gerade zwei Pakete noch bekommen. Eins werde ich euch im Hall vorstellen, das andere war von Sassy Classy. Habe ich auch direkt mal angezogen. Oh, so eine schöne Jeans zerrissen und auch diese Schuhe. Hallo, warum hast du mir richtig nicht gekauft? Schön. Warum hast du mir nicht gekauft? Immer die gleiche Frage, warum hast du mir nicht gekauft? Zeige ich euch nochmal genauer an dem Hall und melde mich später. Danach fahren wir nämlich noch zu Ikea. So, mittlerweile sind einige Stunden vergangen und wir sind beim Ikea angekommen. Da gehen wir jetzt ein paar Sachen zurückgeben, noch mal ein paar Kerzen einkaufen. Ich habe schon wieder alle möglichen Kerzen leer gemacht. Voll schlimm. Kerzensucht bei mir. Hotdog und Eis essen, ganz wichtig. Wohnungsbesichtigung ist gut gelaufen, sehr, sehr schön. Aber Näheres werdet ihr alles in den nächsten Monaten erfahren. Ich gehe deswegen gar keine Fragen dazu stellen. Ich werde darauf aktuell noch nicht eingehen. Deswegen, dass ihr schon mal vorher Bescheid wisst. Und jetzt gehen wir mal eine Runde im Ikea einkaufen. Da ist man einmal wieder im Ikea und dann passiert das. Wir haben beide schon etwas ausgesucht und jetzt kommt auch noch die Kerzenabteilung. Kein Kommentar, geil. Zwischenfazit, ich habe 43 Euro ausgegeben und meine Schwester hat trotz Gutschein 180. Die erzählen wir alle. Maike! Geldscheißer. Achso, ich soll hier schon. Hä? Achso, zweite Kasse meinst du? Weiß ich nicht. Das ist gratis Keks oder was? Nee. Was isst du? Ich nehme ein Geflügel-Hotdog. Das für 1,50 mit Getränk und auf jeden Fall ein Eis. Muss sein. Ich liebe es. So gut. Yummy, Hotdog, richtig lecker. Und ein Eis werde ich danach noch essen. So, bin wieder zu Hause. Meine Schwester kommt auch noch mal gleich. Die braucht Farbe. Ich zeige euch mal, was ich im Ikea gekauft habe. Ist nicht allzu viel, aber ja. Ich habe ja bei mir im Flur vor der Tür so einen kleinen Teppich liegen, wo ich dann immer Schuhe draufstelle, wenn es draußen geregnet hat oder sowas. Eigentlich ist es einfach nur so eine Matte, die man auch vor die Haustür legt. Die habe ich jetzt nochmal eine neue geholt, weil die andere schon relativ alt ist und die ist auch sehr geknickt an den Seiten. Deswegen habe ich einfach mal eine neue mitgenommen, weil die hat gerade mal 89 Cent oder sowas gekostet. Deswegen, ja. Dann habe ich noch zwei neue Bezüge geholt, Kissenbezüge für die Couch, weil ich hatte jetzt einmal, das werdet ihr im nächsten Haul noch sehen, zwei neue weiße Kissen geholt vom Primark und ich möchte jetzt zwei rosa noch dazu machen, einfach weil ich die ganzen alten weißen Kissen jetzt wegmachen möchte und beziehungsweise eins in rosa machen möchte, weil ich habe jetzt auch ein bisschen rosa hier geholt, weil ich möchte gern ein paar rosane Sachen mit einbauen, aber nicht zu viel, eher so in Blumenrichtung, weil ich finde rosa, Rose Gold, weiß, ich finde es irgendwie schön miteinander. Genau, deswegen habe ich auch so eine kleine Tischdecke geholt und zwar möchte ich auf meinem Tisch, weil immer auf meinem Tisch ist ja so ein kleiner Spalt und deswegen möchte ich gerne dieses Deckchen
ist ja so ein Platzdeckchen einfach in rosa, auf den Tisch machen, so als Decke sozusagen, Tischdecke. Und dann das hier drauf. Das habe ich ja schon im Schlafzimmer. Da stehen ja meine ganzen Parfüms drauf. Und ich finde es richtig schön, wenn es dann so praktisch auf dem Tisch steht. Und dann möchte ich da drinnen sozusagen meine, ja, keine Ahnung, was ich jetzt halt sowieso auch jetzt auf dem Tisch habe, eben meine Taschentücherbox und so weiter. Und dann halt eben noch eine Kerze. Ich habe mir wieder zwei Luga-Kerzen mitgenommen. Das sind eigentlich meine relativ Lieblinge von den Luga-Kerzen. Ich kaufe die immer und immer wieder. Einmal die hier, da ist so ein Puder abgebildet und die riecht tatsächlich auch nach Puder. Die riecht einfach so pudrig. Irgendwie total angenehm, wie wenn man in so einen, keine Ahnung, Beauty-Salon, Spa-Salon reinkommt. Und dann habe ich mir meine allerliebste Luga-Kerze wieder geholt. Die habe ich das letzte Mal ja auch mitgenommen. Das ist die hier, die steht bei mir immer im Bad. Und das letzte Mal habe ich sie hier im Wohnzimmer angezündet und direkt durchbrennen lassen, ein paar Tage lang. Und die ist mittlerweile schon wieder leer. Ich liebe die. Die riecht so, 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 so lecker. Einfach nach Frühlingswiese. Und weil ich die so toll finde, das ist ja die normale Größe, habe ich mir die Bigfoot-Größe mitgenommen. Jetzt sieht das natürlich wie so ein Baby aus. Schaut euch mal dieses Monstrum an. Wie krass, oder? Das ist richtig groß. Ich weiß nicht, ob da irgendwie... Also hier, das sind 20 Stunden, soll die brennen und die soll 50 Stunden brennen. Ja, ich hoffe mal, dass sie mir eine Zeit lang hält. Die kleinen hier kosten 2,50 oder 2,60 und die kostet auf jeden Fall, ich glaube 5,99, 6 Euro, genau. Und dann habe ich mir noch so ein Dreier-Set mitgenommen. Und zwar brauchte ich ganz dringend Vasen. Ich habe hier keine Vasen zu Hause. Ich habe das letzte Mal irgendeine von meinen Karaffen missbraucht, um meine Blumen da reinzumachen. Ich hatte tatsächlich keine Vasen. Ich habe zwar alte Vasen, aber die sind noch mit Lila und keine Ahnung was. Ich wollte mal so ganz simple haben. Und da haben die mir diese ganz normalen, das sind so ganz schlichte, das wollte ich eben haben, die haben mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich schon gedacht, so dass ich mir zwei Stück mitnehme. Und dann gab es die tatsächlich nur in einem Dreier-Set für 14,99. Also das heißt, ich habe pro Glas jetzt 5 Euro gezahlt und das ist absolut in Ordnung für so ganz schlichte Gläser. Genau, die würde ich auch gerne auf den Tisch stellen und dann irgendwie werde ich mir demnächst auch mal wieder Kunstblumen holen, aber so richtig schön. Ich habe so eine bestimmte Vorstellung. Ich hatte jetzt auch mal bei IKEA geschaut gehabt nach so Kunstblumen, aber die gefallen mir nicht so richtig beim IKEA. Also da muss man schon mal, wenn man so richtig schöne Kunstblumen hinstellen möchte dauerhaft, da muss man schon mal ein bisschen in die Tasche greifen. Und das heißt für mich, dass ich zu XXL Mann Mobilia gehe und mir da richtig gescheite raussuche. Genau, das war schon. Mehr habe ich nicht gekauft, war aber trotzdem teuer genug. Ich glaube, ich habe 42 Euro oder was ausgegeben. Ja, so ist es halt, gell, wenn man im Dekorausch ist. Aber okay. Ja, das war's, was ich euch, glaube ich, zeigen wollte. Sonst gibt es eigentlich gerade nichts. Genau, ich denke, ich werde mich morgen wieder bei euch melden. Morgen, beziehungsweise jetzt wird es so sein, dass ich Videos schneide. Das werde ich auch morgen machen. Ich habe heute übrigens zwei Videos online gestellt. Einmal meine Favoriten von den letzten zwei Monaten und einen Vlog. Und ich hoffe, dass ich das morgen auch so hinbekomme. Ein Vlog lädt nämlich gerade hoch. Und ich gucke mal, welches Video ich morgen online stelle. Ich glaube, ich stelle morgen endlich mal das Spa-Video online. Ich probiere es. Genau. Das ist der Plan. Und morgen habe ich ja, oder hat meine Schwester ja diese Mini-OP. Da bin ich dann mal 3-4 Stunden von zu Hause weg. Da muss ich mal gucken, was ich dazwischen so machen oder erledigen kann. Ansonsten bin ich ja dann auch wieder zu Hause, weil morgen ist so der letzte Tag, Donnerstag, wo ich nochmal so alles erledigen kann, weil Freitag früh hole ich ja meinen Schatzi endlich ab. Deswegen, also morgen muss ich nochmal richtig, oder auch heute Abend, heute Nacht mal richtig in die Tasten hauen, dass ich richtig fürs Wochenende vorbereite. Und genau, das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist der Plan und deswegen, ich werde mich morgen zwischendurch nochmal kurz bei euch melden. Aber für heute erst einmal gute Nacht, wann auch immer ihr es seht, aber für jetzt erstmal bis morgen. Ciao, ciao. So, das ist jetzt meine neue Tischdeko. Ich liebe sie. Ich finde das so, 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 so schön. Das Rosa und Weiß gefällt mir einfach mega gut. Ja, fehlen nur noch ein paar Blümchen auf dem Tisch und dann wäre es perfekt.